diese Partie also angepfiffen. Und ich finde, Gruppenspiele bei einer Weltmeisterschaft, die haben einfach was. Egal, ob der Fußballzwerg den Giganten herausfordert, die Paarung im Vorhinein ausgeglichen scheint oder ein Klassiker auf dem Programm steht, hier wird Fußball zelebriert. Hier kann es aber manchmal auch ungestraft ein lahmes 0:0 geben. Hör auf jetzt, Manni. Das wollen wir ja wohl nicht hoffen. Auch ich habe was gelesen. Ich habe gelesen, die neu gebaute Arena des Sao Paulo ist in Zukunft nicht allein der Nationalmannschaft Brasiliens vorbehalten. Genau so ist es. Es dürfen sich die Anhänger der Corinthians, einer der bedeutendsten Clubmannschaften Brasiliens, schon darauf freuen, dieses prachtvolle Stadion nach der WM nutzen zu dürfen. In der heutigen Partie spielt Brasilien gegen Kuba. So, nur noch ein paar Augenblicke. Dann startet das Gruppenspiel der Seleção. Buschi, meinst du, wir können uns auf ein rasantes Fußballspiel der WM-Gastgeber freuen? Ja, ist ja immer so ein bisschen das Problem der Mannschaft, Manni. Die müssen ja nicht nur gewinnen, sie müssen auch noch schönen Fußball spielen. Aber ich glaube dran. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Hulk, herrliche Flanke. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Oscar. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Und Ivan Rakitic. Mandzukic, den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld. Dafür garantiere ich. Olic. Modric. Und die Angreifer wieder gestoppt. Sonne. Paulinho. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getan. Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Marcelo. Oscar, Paulinho, jetzt schießt er und neben den Kasten. Modric. Olic. Paulinho. Hulk. Dani Alves. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Achtung! Lasse abgeblockt. Kovacic. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Paulinho. Thiago Silva. Gehen wir auf die Straße und fragen die Fans nach den Favoriten für die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe hier eine Umfrage vorliegen.
Wer wird da immer als Erster genannt, Buschi? Brasilien. Und ja, dann kommt immer das Argument im eigenen Land. Hervorragende Individualisten, können die das auch als Team bringen? Hat man beim Hulk! Granica. Olic. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Schwache Flanke, zu leicht auszurechnen. Kovacic. Olic. Jetzt aber! Die Flanke kommt nicht durch. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Kaffee in der Halbzeit gleich erheblich besser. Doch noch ein Tor für die Brasilianer vor der Pause. Ja, und zwar unmittelbar vor der Halbzeitpause dieses Tor und ein schönes dazu. Mandzukic. Modric. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Dieses späte Tor, das war wirklich Gift für den Gegner. Ja, also das ist, naja, man soll ja vorsichtig sein mit Vorentscheidung, aber das ist natürlich schon ein leichter Hinweis, in welche Richtung das hier laufen wird. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Sonna. Olic. So sieht das der Trainer gern. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Neymar. Paulinho. Oscar. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Dani Alves. Luis Gustavo. Ecke für Brasilien. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Oscar. Luis Gustavo. Und jetzt? Olic. Kovacic. Strinic. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und so brennt hier gar nichts an. Modric. Oh, da gehen sie aber jetzt ein Risiko ein hinten in der Verteidigung, auch wenn hier auf Abseits entschieden wurde. Deine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Strinic. Mandzukic. Ja, wie der Ball da durch die eigene... Das muss es sein! Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn?
Hernanes. Die Fans, sie sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Lovren. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Er bringt nochmal einen frischen Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert werden kann. Modric. Oscar. Luis Gustav. Neymar. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Vukojevic. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Hulk. Jawohl, da hat er klären können. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion, ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Dani Alves. Hernanes. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Jetzt sieht er ab! Dieser Schuss, liebe Fußballfreunde, war kein Qualitätsnachweis. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Hernanes. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0.